Dank der RFID-Technologie oder Barcode-Technologie in Verbindung mit Green Marvel hat jeder Gartenlandschaftsbauunternehmer zukünftig seine Maschinen voll im Griff und weiß, wo sich welche Maschine befindet und zurückgekommen ist. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert relativ simpel, indem ich halt den Scanner verwende, je nachdem direkt als gekoppelten Scanner oder jetzt hier als Datensammler und scanne dann dementsprechend die passenden Geräte und die Mitarbeiter ab, um dort die Erfassung zu gewährleisten. Die RFID-Chips werden mit einem Zwei-Komponenten-Kleber auf den Geräten angebracht, können auch noch dank der sich befindenden Lücke im RFID-Chip mit einer Niete an der Maschine zusätzlich befestigt werden und sind auch gegen Witterungs- und Stoßeinflüsse gewappnet und sind somit komplett für den Gartenlandschaftsbau oder den allgemeinen Baubetrieb einsatzbereit. Ja, der erste Nutzen ist natürlich, dass man überhaupt erstmal einen Überblick über die Maschinen an sich hat und dass man wirklich sagen kann, wo ist welche Maschine, zu welchem Zeitpunkt, wie viel wurde sie im Laufe des Jahres eingesetzt, wie viele Arbeitsstunden habe ich damit, welche Reparaturkosten fallen an und kann entsprechend wirklich sagen, was hat die Maschine mir gebracht in dem vergangenen Jahr. Und für die Zukunft werden wir eben sehen, welche Folgekosten habe ich nach der Anschaffung, denn die Anschaffung ist ja immer eine einmalige Situation, aber dann, was im Nachhinein an Reparatur- und Folgekosten auftritt, sind ja meistens größer als der eigentliche Anschaffungswert. Und ich kann auch sehr schön sehen, ab dem Moment, wann rentiert sich noch eine Reparatur. Denn wenn ich die Kosten alle erfasst habe, gerade in der Maschinenverwaltung, dann sehe ich mit der Zeit, aha, jetzt habe ich schon 50% des Anschaffungswertes investiert, gehe ich jetzt nochmal weiter oder belasse ich es da dabei? Und in dem Moment habe ich einfach einen schönen Überblick und kann entscheiden, gut, jetzt repariere ich nicht mehr, jetzt gibt es eine Ersatzbeschaffung. Mhm. Und Sie können auch unterscheiden, wie der Mitarbeiter, der Einzelne mit denselben Maschinen umgeht. Ja, wenn die Maschinen in der Vermietung sind, das heißt also, wenn sie unterschiedlichen Mitarbeiter zugeordnet sind, ist es immer sehr schwer. Aber gerade das Schöne ist, in dem Moment, in dem sie einem Mitarbeiter zugeordnet sind, können sie sehen, bei gleichen Maschinen, die mehrere Mitarbeiter haben, können sie sehr schön sehen, wer geht mit welcher Maschine wie um. Wo gibt es Probleme? Sie können gezielt auf den Mitarbeiter zugehen, können ihm sagen, du, die anderen haben da nicht so einen hohen Verschleiß, warum ist das bei dir so, wie können wir dir da helfen, wie können wir an der Stelle vielleicht das verbessern. Klappt die Technik mit dem RFID-Chip? Die Technik funktioniert, die Technik ist relativ kostenintensiv, mit dem EAM-Code ist es ein bisschen kostengünstiger, aber beide Sachen sind problemlos in der Durchführung und Sie haben die Möglichkeit, das natürlich über einen schnurlosen Barcode-Laser bzw. EAM-Code-Laser zu erfassen und Sie haben keine Handling-Probleme damit. Sie haben ein ganz schön großes Lager. Wie die Maschinen- und Lagermaterialverwaltung damit auch angehen? Ja, sowohl die Maschinen- als auch die Lagerverwaltung. Wir haben ca. 750 Kleingeräte, die dort erfasst werden. Und wir haben ungefähr nochmal 900 Artikel in der Lagerverwaltung. Und da kann man sich schon vorstellen bei den Zahlen, dass das nicht ohne ein entsprechendes Programm machbar ist. Mhm. Wann werden Sie es einsetzen oder haben Sie schon im Einsatz? Wir sind im Probelauf und bis jetzt sind alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, bestens. Wir werden jetzt sehen, wie das sich in den nächsten Monaten zeigt und da wir ja wissen, dass dort auch die Bereitschaft besteht, gegebenenfalls das eine oder andere noch an unsere Bedürfnisse anzupassen, sind wir da guter Dinge. Okay, vielen Dank, Herr Herbst.